Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. Wir sind hier unterwegs in Frankreich und haben einen Hubschrauber zu transportieren. Ich kann gerade mal nicht in die Außenansicht an dieser Position hier, das würde nicht gut gehen. Bevor mir der hier rüberzieht. Was die ja ganz gerne mal machen. Wechseln wir lieber die Spur. Ja, wenn nachher mal ein bisschen geradere Strecke kommt, kann ich mal freiere Strecke vor allen Dingen. Ich brauche den Looter vor mir nicht. Kann ich mal in die Außenansicht gehen. Wieso fährt er nur 90? Der darf schneller. Und er sollte dann auch schneller fahren. Sehr schön, der hält. Und in der letzten Folge ist mir mal einfach einer davor gezogen. Also nicht beim Einbiegen auf die Autobahn, aber beim Spurwechsel. Ja, der fährt schneller jetzt. Sehr schön. Wenn das Ganze jetzt nicht so kurvig wäre, dann könnten wir tatsächlich mal in die Außenansicht und unsere Fracht bewundern. Aber im Moment ist das ein bisschen schwierig. Wir haben jedenfalls noch eine Strecke von knapp 9 Stunden vor uns. Also eher etwas, was wir nicht in der heutigen Folge schaffen. Aber das passt ja dann. Dann können wir das in der nächsten fertig machen und vielleicht noch einen LKW kaufen für unsere vielen leeren Garagenplätze, die wir haben. Dass wir da nochmal wieder ein bisschen weiterkommen. Ich habe ja in der vorletzten Folge, wo wir da ganz oben im Norden waren, das Speditionsgebäude dort noch gekauft und drin geparkt, in der Hoffnung, dass wir dort dann noch bleiben. Wenn es ein Update gibt, aber das Promos-Update hat uns jetzt trotzdem nach Köln zurückversetzt. Ein bisschen schade, aber ist halt so, ne? Ist einfach so. Jetzt kommt da vorne eine Mautstation und es ist halt kurvig. Denkbar ungeeignet, um in die Außenansicht zu gehen. Noch denkbar ungeeigneter als ein Auto vor allem. So, wir gehen natürlich hier die Teledinger da. Fährst du wohl? Jetzt können wir auch fahren. Du, mein lieber Bus, hier gilt 90. Was du da machst, ist nicht nett. Der kommt absolut nicht aus der Füße. Dann machen wir das halt so. Es geht ja mal gar nicht, dass der da vor uns hertrödelt. Wir haben Ware abzuliefern. Pünktlich. Ach, wir sind schon im höchsten Gang. Mehr geht gar nicht. Also nicht, dass wir jetzt in Zeitnot wären, aber trotzdem, so rein aus Prinzip, ne? Ja, jetzt haben wir wieder freie Strecke, aber dafür ist es noch kurvig. Da lasse ich das mit der Außenansicht im Moment noch. Sonst brettern wir nämlich irgendwie gegen die Leitplanke oder so Späße und da habe ich eigentlich nicht so die Lust drauf. Ich hoffe, ihr versteht das. Hm.
Ich glaube, hier können wir es mal wagen. So. Hoppala. So viel zu hier können wir es mal wagen. Oh, 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 oh. Wird schon wieder kurvig. Jetzt muss ich nur mal gucken. Oh, okay. Immerhin die Ware ist unbeschädigt. Das ist schon mal gut. Das ist das Wichtigste. Ja. Gleich mal ein Crash gebaut. Läuft. Und so muss das sein. So startet man ideal in die Folgen, ne? War dann doch nicht so der ganz günstige Zeitpunkt, den wir uns da rausgesucht haben. Aber passiert. Ja, was können wir denn sonst noch Feines erzählen? In der letzten Folge habe ich schon erzählt, Farmers Dynasty hat es ein schönes Update gegeben. Sollte inzwischen jetzt auch eine Folge rausgekommen sein. Ich hoffe, ich habe es am Sonntag aufnehmen können. Weil ich ja Samstag unterwegs war und deswegen nicht so die Zeit hatte. Ja, und sonst neue Spiele gab es ja Scum, gab es Two Point Hospital. Muss mal gucken. Ich glaube, bis den nächsten Tage kommt erstmal kein neues Game raus. Bin gerade gar nicht so ganz auf dem Laufenden. Ich weiß, was ich noch spielen möchte. Von Anno kommt ja jetzt demnächst eine neue Auflage. Das würde ich auf jeden Fall ganz gerne spielen. Und dann die Siedler 2 wird ja quasi neu aufgelegt. Also Spiel im Prinzip wie die Siedler 2, aber neue Grafik. Das würde ich auf jeden Fall auch zeigen. Weil Siedler 2 habe ich damals sehr gerne gespielt. Und wenn das neu rauskommt, ist natürlich mega. Aber ich glaube, das dauert noch ein paar Wochen, Monate, bis das passiert. Deswegen. Ja, was irgendwann nochmal jetzt 2018 rauskommen soll, Tropico 6. Gibt es aber, glaube ich, auch noch keinen genaueren Release-Termin. Zumindest jetzt nicht, dass ich wüsste. Würde ich natürlich auch hier auf dem Kanal zeigen. Tropico 4 habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Tropico 5 auch noch sehr gerne. Wobei mir das 4er persönlich besser gefallen hat. Und auf Tropico 6 bin ich natürlich jetzt auch mal mega gespannt. Oh, hier müssen wir abbiegen. Ja, Hunt Showdown könnte ich mal wieder eine Folge zeigen. Ich hoffe mal, ich komme dazu wieder mal eine aufzunehmen. Da hat es nämlich auch ein größeres Update gegeben. Bis jetzt konnte man ja immer ziemlich gefahrlos durch die Gewässer laufen. Inzwischen, nach dem Update jetzt, kann es sein, dass es in den Gewässern auch Monster gibt. Nicht in allen, aber in einigen. Und macht das Ganze natürlich nochmal entsprechend was spannender. Dann gibt es dort jetzt Enten, weniger Raben und Krähen, aber dafür auch Enten, die also auch aufflattern, wenn man halt durchs Wasser läuft. Und es sind neue Waffen hinzugekommen. Ich hätte die andere Dings nehmen sollen, ne? Dann hätten wir nämlich nicht stoppen müssen. Aber egal. Aber egal. Ja.
Und ja, vielleicht können wir da mal wieder eine Folge zeigen von Hunt Showdown, was sich da so alles getan hat. Ist ja auch noch ein Early Access Spiel, ständig in der Weiterentwicklung. Mal schauen. Ja, dann so Green Hell fällt mir gerade ein, habe ich auch eine Folge aufgenommen. Ich muss mal gucken, ob ich die hochgeladen krieg. Oder schon hochgeladen habe, wenn ihr die Folge hier seht. Auch ein neues Survival-Game. Diesmal landet man im Amazonas-Dschungel. Oh, wir dürfen nur 70. Ups. Nun gut. Dann fahren wir 70. Jetzt dürfen wir wieder 90. Okay. Dann fahren wir jetzt wieder die 90. Oh, da kommt wieder eine Mautstation. Gut, nochmal Zahlemann und Söhne. Gehen wir mal vom Gas. Weil, nicht, dass die Polizei hinter uns ist und wir wieder zahlen dürfen. Wow. Noch sind wir bei 0%. Weil der uns gegen den Anhänger gefahren ist. Weil ich habe ja das SPED-V nebenbei laufen. Quasi eine Firmensimulation, die mit dem Eurotruck zusammen oder auch American Truck Simulator zusammenarbeitet oder funktioniert, wo du halt eine Spedition gründen kannst und mit mehreren Kumpels zusammen dann Güter transportierst, wo das Ganze dann entsprechend angerechnet und abgerechnet wird. Und so hat man quasi, hat einer ja eine Spedition und die Fahrer dazu. Und dort habe ich gerade angezeigt bekommen, Anhängerschaden 0,9%. Da werden dann auf jeden Fall schon mal 2800 abgezogen. Einfach mal so. Weil mir der Dude dagegen gefahren ist. Eigentlich müsste ich das Geld ja ersetzt kriegen, ne? Von dessen Versicherung. Der hat es schließlich kaputt gemacht, nicht ich. Ja, und wenn wir jetzt dann in der 1.32 wären, hätten wir vielleicht Glück, also Glück in Anführungsstrichen, das wäre nur unser Anhänger beschädigt und die Ladung aber nicht. Da gibt es ja dann nochmal die Stufe mehr. Jetzt ist ja Anhänger kaputt gleich Ladungsschaden oder Anhänger gehört ja quasi mit zur Ladung. Und dann geht das Ganze entsprechend mit in den Abzugsbetrag rein, ne? Bin mal gespannt, ob wir hier auch zahlen müssen. Oder ob das jetzt nur in SPED-V als solches registriert ist. Lassen wir uns mal überraschen. Oh, Bremsen. Spurwechsel. Ja, es sind nur die LKWs da. Der LKW da vorne, der so langsam ist. Dann können wir den ja überholen. Oh, da oben ist auch ein Hubschrauber unterwegs. Nett, nett. Ja, wer sich übrigens auch für das SPED-V interessiert. SPED. DV,
jetzt geschrieben, einfach mal googeln. Ganz nette Geschichte, wenn man gerade zu mehreren halt oder auch viele Multiplayer mit seinen Kumpels unterwegs ist, kann man das da auch ganz gut nutzen und quasi als Unternehmen zusammenfahren. Die Abrechnung hier im Euro Truck Simulator erfolgt natürlich wie gehabt, also das Geld kriegt man hier natürlich auch immer noch gut geschrieben. Das BetV ist dann quasi so nebenher, wo man dann halt, wo das Geld dann auf die Firmen, aufs Firmenkonto geht und man aber ein Gehalt bekommt. Ob man sich davon dann was kaufen kann, weiß ich gerade gar nicht. So riesig lang habe ich das noch nie oder nutzt man das noch nicht. Aber ist eine ganz interessante Geschichte. Man kann sich auch entsprechendes Overlay einblenden hier im Euro Truck Simulator, dass man auch da dann so sieht, was alles dort passiert. Oder wenn man einen zweiten Monitor hat, kann man sich auch einfach darauf einblenden. Oder auf dem zweiten Rechner geht auch. Die Rechner müssen nur im gleichen Netzwerk sein, dann funktioniert das genauso. Oh, und wir müssen pennen gehen. Wie gut, dass da vorne was kommt. Dann machen wir das nämlich doch direkt. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? 4 Stunden. Parkplatz. Das ist sehr irreführend. Ah, nee. Ist nicht irreführend beschildert. Nur wenn man das Schild falsch liest, dann ist das irreführend. Sonst eigentlich ganz und gar nicht. Ja, wir gehen mal da hinten hin. In der Hoffnung, dass dies jetzt auch ein Parkplatz ist. Jawohl. So. Gehen wir in die Außenansicht und sagen einfach mal gute Nacht. Hallo? Jetzt. Jetzt hat es registriert. Falsche Enter-Taste gedrückt. Ja, wir haben jetzt 18 Minuten. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge auch an dieser Stelle. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir dann hoffentlich die Ladung soweit heile noch abliefern können. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.